Bevor ich mit Comedy angefangen habe, hatte ich viel mehr so die großen Träume. Und dann will ich das machen und jenes und boah, so krasse Sachen machen und mal in so einem Film, mal Serie und mal eine Late-Night-Show haben. Alles bevor ich angefangen habe. Sobald ich angefangen habe aufzutreten, war das so befreiend, irgendwie in die konkrete Arbeit zu kommen und eine ganz kurzfristige Perspektive zu kriegen, dass man nicht immer wie ein Besessener auf irgendwelche weiten Ziele und Träume schaut, sondern einfach nur so, ne, ich will die nächste Show gut machen und die Show danach und die Show danach. Und das ist ganz unbewusst bei mir passiert, weil es mir bei anderen Sachen irgendwie schwerfällt. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal bei Sport geht, dann denke ich mir so, ja okay, jetzt mache ich mir einen geilen Plan und das und dann will ich viermal die Woche das und dann dahin kommen und dann kann man ganz schnell zu einem Moment kommen, ja, aber ich schaffe das alles nicht, ist zu lang und wann habe ich denn den Sixpack? Wann ist es soweit? Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Das heutige Video wird gesponsert von Barbosa, dem Sport- und Modelabel. Und wir gehen gleich über sofort ins Interview mit Carlos Calata. Hey. Na? Ja. Wie geht's dir? Geht's gut. Alles gut. Ist ganz witzig, weil wir uns gerade die ganze Zeit locker unterhalten. Ja. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, jetzt geht's los. Jetzt ist die Kamera an und jetzt wird das alles aufgenommen. Ich glaube, die wirst du schnell wieder vergessen. Ja. Oh, doch, gut. Ja, cool, dass es so kurzfristig geklappt hat. So. Ja, danke. Fast von heute auf morgen. Und jetzt sitzen wir hier. Das ist das. Und zwar haben wir auch einen gemeinsamen Bekannten. Yeah. Das ist der ehrenwerte Sohrab Mohammed aus Hamburg oder ursprünglich Bremen. Jetzt genau. In Hamburg. Reishunger. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich mal irgendein Interview von ihm gesehen habe und dann dachte ich mir, ach krass, das warst dann du. Ja. Weil ich auf Instagram und sowas gefolgt bin und wir in Kontakt stehen. Mhm. Ziemlich interessant. Krass, ne? Wie sich der Kreis dann irgendwie so immer mal schließt. Ja, es war witzig. Unsere Väter kennen sich seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren oder so. Das ist irgendwie so eine ganz alte Verbindung. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Das ist das, ne? Cool. Also Grüße an Sohrab, geht hier raus. Und ich würde auch mit etwas einsteigen, was er in seinem Interview gesagt hat. Und zwar interessanterweise meinte er, wenn du Iraner bist, gibt es drei oder vier Dinge, die du werden kannst. Ich glaube, es war einmal der Anwalt, Arzt, Ingenieur oder die Schande der Familie. So, du hast eine fünfte Option gefunden, du bist in die Familie. Naja, so gefühlt bin ich immer noch die... Also ich bin jetzt nicht mehr die Schande der Familie. Okay, was war Also meine Familie war immer ziemlich unterstützend, für Iraner Verhältnisse auch sehr tolerant, dass ich das mache. Also von daher war das eigentlich immer ganz entspannt, aber er hat da schon recht. Ist ein bisschen Klischee, aber es steckt da viel Wahrheit drin, die Sache. Vor allen Dingen Arzt, also das ist immer so ganz klar das Beste. Ja. Aber keine Ahnung, also jetzt in meinem konkreten Fall ging es voll klar. Ja. Hast du irgendwie jemals diesen Gedanken gehabt, so diesen für Iraner in Anführungszeichen typischen Weg zu gehen, oder war das so nie ein Gedanke für dich? Doch schon. Also so, ich habe eigentlich so ein bisschen damit gestruggelt irgendwie. Also ich glaube, in der Schulzeit war ich am seriösesten. Ich war immer gut zum Beispiel in Sprache, in Deutsch und in Geschichte, dafür habe ich mich mega interessiert. Und dann habe ich auch trotzdem in der Oberstufe, sozusagen aus irgendwelchen Vernunftgründen und weil mein Bruder es getan hatte und weil er schon mit 16 irgendwelche Gedanken kommen, so ja, aber dann später Arbeit, habe ich da Mathe-LK gewählt. So, was die schlimmste Entscheidung war. Also jetzt hat mir wirklich mein Abi ruiniert. Also das war wirklich, ich habe darum gekämpft, dass ich wegen dem LK nicht aus dem Abi fliege, obwohl alle anderen Noten okay waren. Ja. Und so, das war glaube ich das. Und im Studium dann sozusagen Politikwissenschaften, was dann viel mehr meine Interessen waren. Aber da noch lange voll ernsthaft studiert. Also so, ich habe mich auch dafür interessiert. So. Ich wollte daran gut sein. Mhm. Aber das mit Comedy war halt auch immer da. Und dann war das irgendwann so ein Konflikt. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss es zumindest einmal versuchen. Ja. So. Woher kam das mit dem Comedy? Wie bist du da drauf gekommen? Keine Ahnung, es wird dann immer so ein bisschen fast tiefenpsychologisch so, wann hat das angefangen? Glaubst du auch so ein bisschen der Klassiker, ich hatte einen lustigen Onkel, einen lustigen älteren Cousin und ich fand sie
mega gut. Das, also ich fand es mega krass, dass jemand so witzig ist. Und dann war das schon als Kind irgendwie drin, witzig sein hat irgendwie einen Wert so. Es ist irgendwie cool, das zu können, das zu machen. Und das war dann voll das Bedürfnis, Leute zum Lachen zu bringen. Und dann auch ganz klassischer Klassenclown so. Ja, also deswegen war das immer irgendwie da. Und dann habe ich mich mega interessiert für so Serien oder so, die ich gefeiert habe. Keine Ahnung, ich mit 14, 15 war ich ein riesen King of Queens Fan. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es YouTube war oder schon. Also so, da war YouTube noch ganz am Anfang, da ich mir irgendwelche King of Queens Szenen halt immer wieder angeschaut. Also ja. So irgendwie so 20 Mal eine Szene angeschaut, weil ich es nicht fassen konnte, wie gut das irgendwie gemacht ist. So. Ja. Und sowas. Und dann ist es so nach und nach halt. Also der Wunsch war, glaube ich, so ab 15 da, so irgendwie das irgendwann als Beruf zu machen. Ja. Weißt du noch, welche deine Lieblingsszenen waren bei King of Queens? Es gab eine Szene, die habe ich mir unendlich oft angeschaut. Da haben die irgendwie so eine Rückblende zu, dass Doug einmal, dass die einmal schon mal ein Haus gekauft hatten. Mhm. Wofür, also das war dann so Dougs Entscheidung. Doug wollte unbedingt, dass sie dieses Haus kaufen. Mhm. Und da haben die noch einen alten Kredit deswegen abzubezahlen. Das war voll finanziell dumm. Und dann hatten die diese Rückblende, wie die dann in diesem Haus sind und er das erklärt, was so alles so geil ist an diesem Haus irgendwie. Und es war einfach so ein Chaos für so ein Kind kann das feiern, aber es war halt nicht erwachsen, hatte so komische Sachen, dass da irgendwie so ein Essenstransportlifter ist, dass man das so runterkurbeln kann, das Essen aus dem Schlafzimmer in die Küche, und hat irgendwie ein Szenario gesponnen, wo das mega sinnvoll wäre, das zu haben. Was ist das hier immer wieder reingezogen? Also es ist ja wirklich, also Kevin James spielt das halt mega gut, das ist halt so eine Sache, wo man sagen muss, ja, das muss man gesehen haben, aber ja, so ist es immer schön. Aber ist so, also, weil ich bin selber mit einer iranischen Familie aufgewachsen, also in der Gegend, wo ich gelebt habe, und habe auch dann über die Jahre andere Menschen natürlich auch kennengelernt, so, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Humor irgendwie auch trotzdem Teil der Kultur, was heißt trotzdem, ist irgendwie Teil der Kultur, oder? Oder versehe ich das falsch? Weil die Leute sind schon, ja, meiner Meinung nach immer irgendwie auf eine Art und Weise witzig. Ob sie es selber wissen, weiß ich nicht so. Für mich sind sie es so. Yeah. Und ich finde es halt interessant, weil in gewissen Kulturen einfach der Humor immer da ist. Yeah. Aber wenn es dann darum gehen sollte, diesen Humor zu monetarisieren irgendwie so, yeah, oder einen Job draus zu machen, dann ist das irgendwie keine Option. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ja. Also stimmt schon, also ich war in der Kindheit, hatte ich viel mit Iranern und viel mit iranischen Familien zu tun, irgendwie mit der Jugend und so, sind viele Sachen weggefallen, also sowas wie Familienbesuche und dieses ganze Ding, deswegen habe ich irgendwann gar nicht mehr so viel mit Iranern zu tun gehabt, aber von allem, was ich immer mitbekommen habe, war es immer so mega sozial akzeptiert, rumzuwitzeln und witzig zu sein und auch die älteren Männer und so, also was irgendwie voll die Selbstverständlichkeit ist, wo ich aber glaube, dass es vielleicht unter ein paar Deutschen oder so irgendwie so als, so da macht man sich irgendwie unseriös mit oder so, kann ich mir vorstellen, wobei ich das nicht genau weiß, und da habe ich auch Leute erlebt, die irgendwie älter sind und immer noch witzig und locker. Ja. Aber ja, das ist eigentlich ganz interessant, aber wenn es darum geht, daraus einen Beruf zu machen, ist es irgendwie was anderes. Aber es ist so ein Sicherheitsding, und Iraner sind auch sehr prestigebedacht. Was nervig sein kann. Es ist viel auch, mein Sohn macht das und bla bla bla, und ein bisschen angeben mit den Erfolgen der Kinder und so ein bisschen abchecken auch bei den anderen. Ah, okay, studiert er und so. Und alle müssen natürlich studieren und so weiter. Und das, glaube ich, bremst, irgendwelche komischen Risiken zu gehen. Und irgendwas, auch Kunst ist dann so, ja, wir alle mögen Kunst, aber das macht man doch jetzt nicht. Also das ist halt aber nicht du. Du bist mega witzig, aber doch jetzt nicht professionell. Also, so, also, ja, das kann auch mit reinspielen. Ja. Und zwar habe ich mir auch von dir was angeguckt, was auch schon ein paar Tage älter ist. Ich glaube, das war bei myspaß.de, heißt das, ne? Mein Spaß. Also bei Nightwash. Ja, ja, genau. Da habe ich das auf dem YouTube-Channel gesehen. Da hattest du so ein Bit gemacht über Auslandserfahrung. Ah, ja. Da habe ich mir gedacht, ich hab noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwie dachte ich, krass, das macht irgendwie Sinn, wo du davon. Oder ne, erzähl du mal lieber, worum es ging. Ach, ich krieg das Bit kaum zusammen. Das ist eins meiner ersten wirklich guten Bits.
würde ich sagen, so. Oder ja, es ist jetzt mittlerweile älter und ich spiele es auch seit einem Jahr nicht mehr oder so. Aber das war ein Jahr in Afrika ist echt viel. Okay, genau. Also irgendwie, das ging darum, warte, ich habe den Anfang jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Es hat damit angefangen, dass irgendein Mädel, ich hatte da verschiedene Versionen von, ich hatte eine längere Version, die habe ich dann irgendwann runtergekürzt, aber irgendein Mädel Auslandserfahrung gesammelt hat. Ich glaube, das war sowas mit, sie hat ein Jahr Auslandserfahrung gesammelt in Afrika. Ja. Was dann hier im Umkehrschluss voll viel wert ist, aber wenn dann Leute... Das war richtig gut so, für ihren Lebenslauf genau. Und so weiter. Ja. Stimmt. Aber wenn Leute aus Afrika nach Europa kommen, ist es zu viel Auslandserfahrung. Ja, das ist eigentlich, es stimmt irgendwo, ne? Aber das ist nie drüber nachgedacht, wo man sagt, die Leute werden hier dafür belohnt. Ach, du warst ein Jahr hier, du warst ein Jahr da, aber wenn ein Mensch mit einer Lebenserfahrung das ist schon krass. So, wie bist du da drauf gekommen? Es gab den Moment im Freundeskreis, da hat die Schwester von meinem Mitbewohner, die war in Afrika, hat irgendwas gesagt, was mich ein bisschen aufgeregt hat mit ihrer Auslandserfahrung, bla. Und dann habe ich geschrieben und mir einfach so, bin einfach tatsächlich mit dem Deo-Roller, das habe ich damals auch schon, da habe ich gerade damit angefangen, sozusagen auf diese Art zu schreiben, bin rumgelaufen und ich weiß nur, das war 2017, ich weiß, dass ich da die ganze Zeit das Kendrick-Album gehört habe, das Damn, genau. Es läuft dann immer so ein Lied im Hintergrund so, weil ich dann mich mehr traue, laut im eigenen Zimmer zu reden. Also es läuft ein Lied einfach die ganze Zeit und da war das irgendein Lied von dem Album in der Zeit. Es läuft monatelang oder so, ist einfach nur ein Lied. Das ist auf Repeat und dann vergesse ich das Lied, aber es ist trotzdem ein bisschen Lärm im Zimmer. Und dann bin ich einfach auf diese Sätze gekommen und wusste dann, war dann sofort, ach krass, ist irgendwie ein guter Satz, ist irgendwie ein guter so Logikbruch oder also das, da ist was und dann, keine Ahnung, auf die Bühne ausprobieren, abändern, bla bla bla. Also davon gibt es auch, glaube ich, auf Video noch so schlechtere Versionen von Open Mics, wo mal irgendwie ein Kumpel von mir mit einem Handy aufgenommen hat, wo es nochmal anders war. Und über die Zeit hat sich dann so eine Version sozusagen festgesetzt. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn du deine Bits schreibst? Denkst du viel drüber nach, wie das bei anderen Leuten ankommen kann? Also nicht nur im Sinne von lachen sie oder lachen sie nicht, sondern ich hatte auch mit Felix mal drüber gesprochen, glaube ich, so ein bisschen. Es gab halt mal eine Zeit, wo Comedians einfach Comedians sein durften so und einfach Sachen rausgehauen haben. Und heutzutage ist irgendwie so, wird alles so auf eine politische Waagschale gelegt. So. Und ich bin immer noch der Meinung, noch ist es nicht so schlimm geworden. Mhm. Also noch der Mainstream funktioniert. Noch veröffentlicht Netflix Bill Burr und Dave Chappelle und so, weil sie auch genau wissen, das sind die Besten. Also die sind ja auch in einer komischen Situation, wo sie einerseits natürlich sozusagen ein bisschen diese Woke-Schiene fahren und dieses politisch Korrekte, aber wenn es dann halt um die besten Leute sozusagen geht, dann kann man nicht auf diese Leute verzichten. Ja. Ich habe dir die Frage jetzt sozusagen nicht ganz verstanden. Alles gut. Die Frage war eigentlich eher die, ob du dir dann Gedanken machst groß. Also was du schreibst, dass du sagst, oh, das fanden die Leute damals nicht so toll, weil ich habe da irgendwo in was reingegriffen, sowas nicht so, wo man ein bisschen aufpassen muss. So. Deswegen schreibe ich dementsprechend auch anders, damit es leichter verdaulich ist. Irgendwie so. Denkst du da so drüber nach? Oder? Nö. Wahrscheinlich. Also es gibt... Also es gibt verschiedene Arten, über das Thema Publikum nachzudenken. Was ich nie gemacht habe und was kein, würde ich sagen, guter Comedian macht, ist, das Publikum von Anfang an in irgendeinem kreativen Prozess immer mitzudenken und sich zu denken, was finden die witzig? Was kann ich machen, um denen zu gefallen? Sondern, dass man einfach nur so, ah krass, ich finde das witzig. Das ist witzig, sozusagen. Und auch dann das Selbstbewusstsein zu haben, so, ja, ich finde es witzig, also ist es was. Das ist der Part irgendwie. Und dann, natürlich ist man als Comedian sozusagen, deswegen dauert es ja auch länger, bis ein Bit fertig ist oder was auch immer, auf ein Publikum angewiesen. Also ich kann nicht einfach komplett irgendwie komische Sachen sagen,
die teilweise sogar keinen Sinn ergeben fürs Publikum, also so Insider mit mir selber oder so. Also ich brauche schon irgendwie ein Setup. Ich muss ja schon die Menschen in mein Gehirn reinführen zum Beispiel. Also sozusagen, wenn man in einer 100%igen komischen Welt könnte man das als Kompromiss sehen, aber ist es ja nicht. Also die Leute müssen ja, irgendwie muss ich sie ja hier abholen bei ihrem Gehirn und sie müssen in mein Gehirn. Aber ich kann nicht einfach raufkommen und sagen, also kontextlos irgendwelche Sätze sagen, ist ja offensichtlich. Mhm. Also was sowas angeht, muss ich das Publikum mitdenken, dass ich sage, okay, haben sie alle Infos im Setup zum Beispiel, um dann die Punchlines zu verstehen? Oder oder wie kann ich das Ganze noch besser machen? Ah, der Satz, der Satz. Und dann testen wir ja auch tatsächlich ja vor Publikum. Also man schreibt ja auch irgendwo mit dem Publikum zusammen, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt für die schreibt sozusagen, sondern halt, ich nehme sie als es ist eigentlich eine coole Position als Comedian, dieses ständige Feedback zu kriegen und dann so sozusagen einen Partner zu haben, der einem auch Hinweise geben kann, wo noch was ist oder so. Ja. Also was auch schon mal passiert ist, ist, dass ich einfach so, wie gesagt, irgendwie spontan nochmal einen Satz so sage und dann so, ah, okay, dann stehen so ein paar Lacher, stimmt, der Witz, der Satz war, da hatte was, und dann kann ich in die Richtung irgendwie das nächste Mal weitergehen oder so. Ja. Aber dieses richtige Publikum mitdenken ist eigentlich immer sowas, man will halt nicht andere Comedians dissen, aber das ist halt irgendwie dieses Lame, wo man den Comedian sieht und sich denkt, ja, also ich glaube nicht, dass das so deine Gedanken sind. Ich glaube nicht, dass du das wirklich bist, dass es deine Perspektive ist, sondern das ist irgendwie so, du weißt, was Leute hören wollen, dann machst du halt den nächsten Witz ungefähr zu dem Thema, was wir auch alle kennen. Das ist irgendwie so kein Risiko, so irgendwie so eine Wahrheit, auf die sich alle geeinigt haben, die aber vielleicht gar nicht stimmt, aber das ist irgendwie, ja, was weiß ich, also der Klassiker wäre jetzt in meinem Fall so dieses, ja, ich will Flughafenkontrolle, ja, ich hier mit meinem Bart wurde mal wieder heftig kontrolliert und da habe ich dem Polizisten aber das gesagt. Und dann ist es so, ja, aber ist passiert das? Ja. Also, hast du oder wurdest du? Also ich kann ja nur von mir sprechen, ich will anderen Leuten nicht irgendwie ihre Diskriminierung absprechen, aber ich laufe immer problemlos durch Flughafenkontrollen. Ja. So, also das ist einfach so, und ich kann es jemandem abnehmen, wenn er irgendwie eine coole Geschichte erzählt. Es gibt auch einen Comedian, den ich mal gesehen habe, das ist der Opener von Dave Chappelle, den ich super witzig fand, der Palästinenser ist und Moslem und der auch so aussieht und der USA hin und her reist. Und der hat so ein paar Flughafen-Jokes gehabt, die ich nicht per se, also das ist ja nicht so, dass ich per se dieses Thema lame finde, aber ihm hatte ich den Eindruck, das sind wirklich originelle Witze zu einem Thema, das zwar bekannt ist, aber er hat einen eigenen Winkel und er macht so sein eigenes Ding draus und es sind seine Gedanken. Ich sehe den Typen gerade wirklich und ich sehe nicht so einen Kompromiss auf der Bühne. Mhm. Ja. So. Ja, wenn du jetzt von Kompromiss sprichst, irgendwie, ich habe das Gefühl, bei dem, was ich gesehen habe, dass du da auch keine Gefangenen nimmst. Ne? So, also du haust manchmal dann einfach raus und es ist so ein bisschen auch egal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du versuchst, irgendwie irgendwen da so groß in Schutz zu nehmen, sondern irgendwie jeder kriegt sein Fett weg. So, ja, also so wie es auch sein sollte. Ja, ich denke so, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich weiß nicht, warum einige Leute sich dran nicht halten. Ja. Ich dachte, wir haben hier Regeln. Ja. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, aber ich finde es auch sozusagen, ich kann mich dafür auch selber nicht so sehr feiern, weil ich es einfach normal finde. Mhm. Ich kenne es auch so aus der Schulzeit, aus der Kindheit, so dieses Dissen und also alle werden verarscht. Ja. So, es ist so, das gehört irgendwie für mich dazu. Und ich nehme mir auch nicht vor, irgendwie krasse Sachen zu sagen, sondern Sachen, die ich irgendwie witzig finde. Ich mag es auch manchmal irgendwie, Bits zu haben zu komplett unverfänglichen Themen, so, weil es mir oft nicht um das Thema geht, sondern einfach nur so, weil es einfach Spaß macht, sozusagen Humor zu, neue Witze zu schreiben, neues Zeug zu haben oder altes Zeug gut zu spielen oder da Sachen neu zu verändern oder irgendwas. Und dann kann es alles sein. So. Also das,
Ja, also nie, ich habe es nie darauf angelegt, dass ich jetzt so, ich will der harte Typ sein. Ich glaube auch gar nicht, dass es so hart ist. Also nee, das ist nicht super hart irgendwie, aber dann, da gab es zum Beispiel einen so ein Bit, glaube ich, da hattest du dann noch davon gesprochen gehabt, wenn ich es richtig zusammen habe, dass wenn Deutsche wütend sind, dass sie dann die Wut aufstauen, so, und Deutsche waren dann halt irgendwann, wenn es zu, nach dem Motto, wenn es zu viel ist, bauen sie halt Lager. So. Ja, ja, und da dachte ja, ich, boah. Und damit hat halt, glaube ich, fast keiner gerechnet, dass dann ja, auch mal ja, was um die Ecke kommt. So. Ach so, ja. Ja, das war vielleicht mit das Härteste. Ja. Das, vielleicht hast du das Härteste rausgefunden. Ja, aber genau, also ich dachte mir, das ist ein witziger Gedanke. Ja. Also das steckt gar nicht so viel hinter und auch gar nicht so der Wunsch nach der großen Sozialkritik oder so. Also ich bin politisch, also was heißt politisch? Ich engagiere mich nicht. Mhm. Ich bin nicht aktiv. Mhm. Und ich tue auch nicht so. Wie irgendwelche Leute auf Instagram, die irgendwie Stories machen, so die ganze Zeit und auf jedes Thema aufspringen und dann so, oh krass, wie ich bin, stehe mit euch und so. Und ich irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich bin voll dafür, aber wenn ich selber nichts mache, dann stelle ich mich da nicht hin und tue so. Und genauso auch irgendwie bei den Bits so, also ich einfach nur so, ich denke, ganz stumpf, das sind meine Gedanken, ich finde es witzig, ich erzähle das, ich mache das Spaß. Und wenn da mal was irgendwie, wenn Leute bei irgendwas mal zum Anregen, Gott weiß warum, angeregt sind, dann können die das gerne für sich machen. So. Ja. Also ist es dann eigentlich so bei dir eher so, dass du deine Beobachtungen teilst, irgendwie habe ich dann das Gefühl, ne? So als zu sagen, ich habe jetzt irgendwas gesehen und das sehe ich jetzt sozialkritisch oder politisch und jetzt muss ich was dazu sagen, sondern es ist eher so wie, ist mir irgendwie so eingefallen so oder ist mir so aufgefallen. Ja, ja. Also es spielt damit mit rein, dass ich sozusagen, dass ich als Privatperson oder dass ich als Mensch sozusagen zufällig politisch interessiert bin, aber ich hätte auch super Sport oder super Deutschrap interessiert sein können und dazu versuchen, Bits zu schreiben und da mir Mühe zu geben und da irgendwie eine Perspektive zu finden, die nicht ausgelutscht ist oder was auch immer. Mhm. Und dann finde ich es sozusagen, wenn ich dann rausgehe und beide mir anschaue, kann ich beide gleich wertschätzen und ich würde den Typen, der mal über politische Sachen Witze macht, nicht auf ein höheres Podest stellen, sozusagen, weil einfach teilweise ist es schwerer über etwas, was nicht direkt diesen Wichtigkeitshebel hat, Zeug zu machen, weil also comedy-mäßig ist es nicht schwerer, aber sozusagen in der Wertschätzung finde ich so, ja, man braucht politisches Zeug nicht so krass zu wertschätzen, dass der Typ jetzt irgendwie, wenn ich mir Kabarett anschaue, so, ja, sorry, kannst ja noch so viel Jokes zu Kapitalismus oder so machen, aber ich finde den Joke lahm, so. Ich finde es nicht cool geschrieben, so. Und es wird nicht intelligenter dadurch, dass das Thema intelligent ist, sondern irgendwie, was ist die Verarbeitung? Also, erinnert mich irgendwie so ein bisschen, obwohl ich mich mit Hip-Hop gar nicht so sehr auskenne, an so, es kann einen Rapper geben, der wirklich, also wirklich die Klassiker, also dieses ganze Drogen, Nutten und all das macht, aber wenn er irgendwie so rap-technisch voll die krassen Reime hat, irgendwie voll die Reimstrukturen, irgendwie witzige Wortspiele und so, finde ich das viel krasser als der Rapper, der irgendwie Haus-Maus-Reime macht über Kapitalismus. Mhm. So, also das sind so, ja, also es fühlt sich an wie ein Cheat. Also ja. Nee, das ist nicht intelligent oder das ist nicht krass, was du machst, so, sondern der Typ hat das irgendwie viel krasser, also der macht das krasser so. Also deswegen habe ich persönlich gar nicht jetzt so eine krasse Wertschätzung, wenn jemand was politisch macht, an sich. Wenn es dann gut gemacht ist, dann ist super. Dann kann es auch krass sein. Dann kann es auch, irgendwie, wenn es mega witzig ist und dann noch zum Anregen, dann ist es ein cooles Extra, cooles Plus. Ja. So. Aber es muss in erster Linie einfach so, finde ich, irgendwie mit Mühe und witzig gemacht werden. So. Ja, macht Sinn. Denkst du irgendwie, dass du als Comedian oder als Entertainer, wie auch immer, so an irgendeine Verantwortung gerecht werden muss, so, oder sagst du einfach, ich mache es einfach, weil ich Bock habe und ich mache was, wie ich es möchte und das ist das, so. Ja, also da wären wir eigentlich wieder bei dem Punkt davor. Ja,
Also ich habe eine Verantwortung. Ich habe tatsächlich die Verantwortung, so, also ich will jetzt nicht dieser Typ sein, es ist so, ich fühle mich komisch, jetzt irgendwie so ein Comedy-Kenner-Interview zu geben. So. Mhm. Ich mache das sozusagen auch erst seit nur 5 Jahren. So. Gibt es irgendwie, keine Ahnung, müsste man mal Bill Burr oder Dave Chappelle und sowas fragen, aber jetzt bin ich hier. Also deswegen, ich komme mir immer ein bisschen dumm vor, und so, ich will nicht so prätentiös sein und dann jetzt hier die großen Meinungen haben, naja, klar, weil ich immer noch mir denke, ja okay, es gibt noch so viel zu lernen, was auch immer so. Ja. Aber wo ich jetzt gerade bin oder was ich jetzt in diesem Moment in meinem Leben irgendwie dazu denke, ist, ich habe eine Verantwortung, einfach ohne es zu romantisch auszudrücken, ein guter Künstler zu sein und tatsächlich mir Mühe zu geben und so frei wie möglich zu sein und so frei wie möglich zu kreieren und was auch immer. Das ist die erste Verantwortung. Und dann als Comedian unterhaltsam und witzig zu sein. Was finde ich, ein paar Kollegen missverstehen, ist dann, dass sie sich auf einmal zu Politikern machen, was sie nicht sind, und dann so 0815-Meinungen, auf die sich alle geeinigt haben, raushauen und denken, sie würden damit jetzt ein Zeichen setzen. Ja. Und irgendwie so, aber ich denke mir so, nee, du machst deinen Job einfach gerade nicht. Ja. Und du versuchst hier gerade auf Insta zu killen mit Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, teilweise. Ja. Also wenn es authentisch kommt, ich kann das respektieren. Wenn es mal wenig kommt, so hey Leute, bla bla, hier, das ist eine Info, was auch immer, informiert euch mal dazu, cool, super. So, und ab einer gewissen Größe hat man auch irgendwie vielleicht diese Verantwortung, dann so sich mal kurz zu etwas zu äußern, so, ja, wenn es sehr wichtig wird oder was auch immer. Also es kann jeder für sich entscheiden, klar, aber sozusagen die erste Verantwortung von mir sehe ich darin, irgendwie so ein angstloser Künstler irgendwie zu sein und irgendwie meine Narrenfreiheit auch einzunehmen und auszuleben, weil, glaube ich, eine Gesellschaft davon dann, das ist der Wert, den ein Künstler der Gesellschaft geben kann, ist dieses, ja, scheiß auf alles so ein bisschen und losgelöst von draußen drauf schauen und dann Dinge machen und Fehler machen und Fehler machen dürfen und einfach sozusagen sich nicht einnehmen zu lassen sofort von irgendeinem Trend, von irgendeiner Sache. Kommt das an? Nicht, dass ich so falsch verstanden werde. Also, dass man tatsächlich anfängt, im negativsten Sinne politisch zu handeln als Künstler. Sondern, dass man einfach nur sagt, yo, ich ziehe das hier durch und wir alle würden profitieren davon, von ein paar Irren sozusagen quasi, die einfach so machen können, was sie wollen und nicht so sehr gebunden sind an alle Normen, die für alle anderen oder die für viele Menschen Sinn machen, die für einen Politiker total Sinn machen. Also ich will absolut nicht einen Politiker wie Trump oder so. Ich will einen Politiker, der politisch spricht, sozusagen, der sich zensiert, der abwägt, der durch seine Sprache Kompromisse zulässt und so und nicht einfach so verrückt, einfach so. Also so, ich sollte kein Politiker sein, auf keinen Fall. So, jeder hat irgendwie seinen Aufgabenbereich, um dann der Gesellschaft, um dem Gemeinwohl irgendwie theoretisch, ich denke nicht ans Gemeinwohl, wenn ich ehrlich bin, ich will einfach einen guten Auftritt haben. Ja. Aber die in letzter Konsequenz, wenn man, denke ich, sozusagen es versucht, so gut wie möglich das zu schreiben, zu musizieren oder was auch immer, was der Skill ist, dann kann die Gesellschaft davon profitieren. Ja, so. Ja, denke ich auch. Nee, ich wollte das nur gefragt haben, weil das weißt du ja auch, also es ist ja ein Unterschied zwischen der Erwartung, die du an dich selber hast und die Erwartung, die Gesellschaft an dich hat. Und vor allem jetzt ja, weil wir in diesem Social-Media-Zeitalter sind und so, ist auch für jeden einfacher, dich zu erreichen. Yeah. Es ist viel einfacher, Sachen an dich ranzutragen und dir zu sagen, Leute können mir einfach schreiben. So, Kavus, warum hast du das nicht gemacht? Du hättest dies, das. Ja, ich bin verrückt, dass mir irgendjemand einfach schreiben kann. Ja. Ja, also keine Ahnung, was man sich für Strategien einfach. Also ich bin gerade in der positiven Situation, ich habe nicht Hate
großartig abbekommen. Ganz wenig mal, ganz, ganz wenig. Und wenn, dann muss ich sagen, wenn es die ersten Male passiert, dann trifft es einen auch ein bisschen. Weil da irgendjemand die so einen Text schreibt. Und gerade, ganz witzig, gerade das mit dem Ein Jahr in Afrika-Bit, so. Ja. Da hat mir eine Mutter geschrieben, also sie war auch schwarz, und dass sie im Auto saß und das lief wohl bei 1 Live im Radio. Mhm. Und dass ihre 4-jährige Tochter sich beleidigt gefühlt hat. Wow. Und dann denke ich mir so, ja, ey, ich glaube nicht, dass eine 4-jährige oder 6, also sie war wirklich jung, so 6 Jahre, dass sie so meinte, warum sagt der Mann das irgendwie so, ja, tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass deine 6-jährige Tochter mein Publikum ist. Ja. Oder dass sie das überhaupt versteht, was ich da gemacht habe. Mhm. Und dann kriege ich so einen Text, wo ich natürlich auch ein bisschen sensibel bin, weil es geht irgendwie um Afrika und so und da schreibt mit einem eine schwarze Frau, wie sie mit ihrer kleinen Tochter wegen mir irgendwie eine schlechte Zeit hatte in einem Auto. Ja. Und ist so, jo, das war so das Letzte auf meiner To-Do-List. Also das ist so die letzte Absicht von dem Bit. Mhm. Das war vielleicht so das, was so die größte Kritik war, die ich mal einmal von einer Person einmal so bekommen habe. Ja. Aber ja, dann habe ich einfach nicht geantwortet. So, ja. Also, ja. Weil ich dann auch, ja, wie soll ich dir jetzt erklären, und dass es Comedy ist und dass sogar, wenn man inhaltlich in das Bit reingeht, habe ich Leute aus Afrika nicht diskriminiert. Also ich verstehe gar nicht, wo ich da anfangen soll. So. Ja. Also, hast du dem zugehört oder hast du nur ein paar Schlagwörter gehört und findest es nicht okay, dass da irgendjemand was sagt mit Afrika, Auslandserfahrung, Grenze und so, dass dann so, ja, okay, nee, hier wird gegen mich gehetzt gerade oder was auch immer. Also, die Schlagwörter so quasi. Ja, also so aus dem Zusammenhang. So, das ist ja eh ein Problem. Die Leute sind da irgendwie die ganze Zeit in irgendwelchen Kontext, in der Kontextlosigkeit finden hier irgendwelche Empörungen statt. Ja. In Deutschland noch minimal, aber man sich denkt, ja, also Kommunikation ist nicht so simpel, dass wir jetzt hier irgendwie so, dass wenn du das Wort sagst, auch in dem, manchmal funktioniert ein Satz nicht, obwohl der super ist, einfach nur, weil ein Wort drin ist und die Leute dann so zurückziehen und man sich denkt, nee, also ich habe eigentlich, war das, glaube ich, cool. Ja. Für die Leute. Ja. Keine Ahnung. Aber ja, also das ist Teil der Verantwortung. Zuzuhören vielleicht mal, wenn was kommt so, sich kurz Gedanken zu machen, vielleicht mal, aber dann auch eigentlich, es kann halt als ignorant oder Egoismus falsch verstanden werden, aber wie gesagt, es geht nicht darum, jemand auf der Bühne zu sein, auf den sich irgendwie alle einigen können. Mhm. Es gibt genug Kompromisse im Leben, es gibt genug Leute, die kompromissvoll öffentlich kommunizieren. Wäre es nicht geil, jemanden zu sehen, der einfach kein Kompromiss ist und dann auch manchmal falsch liegt. Also anders als ich in dem Afrika-Bit, da war ich richtig. Aber der auch einfach so, aber das ist doch cool. Also ja, weiß nicht. Ich bin da eigentlich ganz bei dir. Mhm. So. Gab es irgendwie mal für dich so einen Punkt, wo du dachtest, ich glaube, das Ganze mit dem Comedy wird irgendwie nichts, so, wo du irgendwie einfach alles hinwerfen wolltest, oder hast du immer so fest dran geglaubt? Ja, also so ganz komischerweise nicht. Nee, gab's nicht. So. Nee, also ja, es ist, wenn ich jetzt länger ausholen müsste, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Mhm. Keine Ahnung, wie es wäre, wenn Felix mich nicht entdeckt hätte und ich jetzt noch 2-3 Jahre underground-mäßig weitermachen müsste oder keine Ahnung, oder was anderes gelaufen wäre, aber ich weiß halt nicht, wie es anders wäre, aber ich wurde noch zu einer Zeit sozusagen entdeckt, wo ich, wo es weit davon entfernt war, dass ich jetzt sage, boah, jetzt mache ich das schon so lange und warum passiert das nicht und jenes nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte sozusagen irgendwie das Glück, was gar nicht so krass mein Charakterzug ist, vielleicht bei ein, zwei anderen Sachen oder was auch immer, ist so, dass ich so ziemlich zweifelfrei war, aber auch ein bisschen unbegründeterweise. Also das ist eigentlich, also ich hatte das Glück, dass mein Gehirn mich ausgetrickst hat,
in den ersten Jahren, vor allem im ersten Jahr, im zweiten Jahr, dass ich mich, glaube ich, besser gefunden habe, als ich bin. Und also ich hatte auch schon gute Auftritte und habe sozusagen Bestätigung von außen bekommen. Und das hat mir sozusagen komplett gereicht. Und ich dachte, ja, läuft ja alles mega. Und wenn ich jetzt rückblicke, drauf schaue, denke ich mir so, boah, das war alles ziemlich riskant. Also es hätte auch dann und dann einfach, keine Ahnung, also sozusagen irgendwie so krass, dass du das die ganze Zeit weitergemacht hast, weil das sah ja eigentlich gar nicht danach aus, als müsste sozusagen sofort dieser ökonomische Erfolg oder was auch immer, dass es jetzt sozusagen jetzt so viel besser läuft oder so. Ja. Aber ich habe ich habe komischerweise einfach angefangen und dachte, ich werde das schaffen so. Das Coole war, was für mich auch eine Lebenslehre schon fast ist, wenn ich zu philosophisch werden. Kannst du nicht, mach nur. Die Gefahr besteht nicht. Nein, wir nicht. Ich höre dir zu, Digga. Das ist wirklich nicht philosophisch. bevor ich mit Comedy angefangen habe, hatte ich viel mehr so die großen Träume. Und dann will ich das machen und jenes und boah, so krasse Sachen machen und mal in so einem Film, mal Serie und mal eine Late-Night-Show haben. Alles bevor ich angefangen habe. Also sobald ich angefangen habe, aufzutreten, war das so befreiend, irgendwie in die konkrete Arbeit zu kommen und eine ganz kurzfristige Perspektive zu kriegen, dass man nicht immer wie ein Besessener auf irgendwelche weiten Ziele und Träume schaut, sondern einfach nur so, ich will die nächste Show gut machen und die Show danach und die Show danach. Und das ist ganz unbewusst bei mir passiert, weil es mir bei anderen Sachen irgendwie schwerfällt. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal bei Sport geht, dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt mache ich mir einen geilen Plan und das und dann will ich viermal die Woche das und dann dahin kommen und dann kann man ganz schnell zu einem Moment kommen, ja, aber ich schaffe das alles nicht, ist zu lang und wann habe ich denn den Sixpack? Wann ist es soweit? Ja. Aber das ist super befreiend. Ich finde auch bei vielen anderen Sachen, dass man sich nicht immer den Kopf hebt und immer in die Ferne schaut, sondern einfach die konkrete Arbeit, die vor einem liegt, so gut wie möglich und so weiter. Weil ich hatte das Gefühl bei einigen anderen, dass die von vornherein irgendwo hin wollten, wo ich mich irgendwie immer gegen gewehrt habe und ich war immer so, nee, ich will hier meine 3 Jahre oder was auch immer im Underground abarbeiten mindestens und irgendwie so und so gut sein und dann möchte ich irgendwie auf dem Bildschirm auftauchen, so. Ja. Dann stelle ich mal ein Video online, so, wenn ich es wirklich gut finde, wenn ich mir denke, okay, ja, das sollten Leute sehen. Und davor nie bei irgendwelchen Talentwettbewerben mitgemacht, nie irgendwie getourt oder größere Sachen gesucht und so. Also ganz, ganz minimal mal irgendwie eine kleine Show in Hamburg gespielt oder irgendwie sowas. Aber viele Leute, die anfangen, sind dann sofort so, ja, und wie komme ich jetzt zu Nightwash? Wie komme ich jetzt zum RTL Comedy Grand Prix? Mhm. Und ich dachte mir so, ja, warum sollte das jemand sehen? Ja. So, also, Digga, ich habe das Set gesehen, das müssen nicht Millionen Leute sehen. Ja. So, das ist wirklich unnötig. und ich sollte jetzt auch nicht gesehen werden. Ja. Wollen wir nicht einfach hier kurz chillen und einfach irgendwie, aber viele haben so gedacht, auch ähnlich gedacht sozusagen, aber bei den Leuten, wo ich das immer so gesehen habe, fand ich das immer verwirrend so. Was da das Ding ist so, glaube ich, dass es den Leuten auch nicht gut tut. Liegt vielleicht ein Druck, ne? Ja, und dass man immer so nicht den Prozess wertschätzt und liebt, sondern irgendwie irgendein Ziel erreichen will. Ja. Und dann so, ja, gut, was, wenn es nicht kommt oder machst du es nur deswegen oder also brennst aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das über Jahre durchziehen kann. Ja. Also ich denke mir so, das beste Ziel ist einfach, hey, ich möchte einfach so gut wie möglich immer auftreten oder performen und schreiben und ein System haben, das für mich funktioniert und alles andere sozusagen kommt von selbst. Ja. Und dann hatte ich das immense Glück, dass es tatsächlich so gekommen ist, dass ich, also das war irgendwie absurd, wie perfekt das mit Felix gelaufen ist. So. Es war im Endeffekt tatsächlich die Situation, er hatte ein Video von mir mal vorher gesehen und geschrieben, das ist ja auch in der Doku. Und dann habe ich das erste Mal, wo ich selber ein Video hochlade, das war
das mit den Assi-Südländern hieß das, aber im Klunkerkranich aufgenommen, nicht jetzt vom Nightwash, sondern es war so eine von einem Kumpel von mir aufgenommen. Und dann habe ich das gesehen und dachte, das ist das erste Mal, irgendwie will ich, dass die Welt das sieht. So. Und die Welt waren 83 Klicks auf YouTube oder was auch immer. Ja. So. So, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich glaube sozusagen, das ist soweit, ich stelle das online. Und dann hat Felix sofort geschrieben und so. Und dann, also es ist einfach so perfekt gelaufen. Er hat also, das Ding mit den 83 Klicks gesehen? Ja, ja. Also er hatte davor das mit Afrika gesehen. Das war so eine alte Aufzeichnung von Comedy Central Shorts, hieß das. Das war die erste Aufzeichnung, die ich je gemacht habe. Und das hatte, keine Ahnung, irgendwas mit 20 Klicks. Und darauf ist er gestoßen, weil ich in Hamburg mal das erste Mal vor 400 Leuten aufgetreten bin, was für mich riesig war. Mhm. Einfach so, oh, 400, ich weiß gar nicht, wie ich hier klarkomme auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich Thomas Spitzer kennengelernt und der hat das Set gesehen und meinte so, hey, es gibt in Berlin diesen Comedian, Felix, schau ihn dir mal an. Und dann hatte ich irgendwie dieses Video online mit diesen 23 Klicks von Comedy Central und da habe ich einfach mal gesehen, irgendwie hat das irgendwie voll viel mehr Klicks bekommen und ich habe, das Instagram war gerade neu und ich so, hey, was passiert hier gerade? Und dann hat er es irgendwie geteilt und so. Ja. Und dann hat er dann, glaube ich, mich auf dem Radar oder was auch immer. Und ein paar Monate später habe ich dann selber ein selbst aufgenommenes Video einfach auf YouTube hochgeladen. Er hat es irgendwie sofort gesehen und dann war das. Also ich hatte, was das angeht, sozusagen, das ist so absurd, weil ich hatte sozusagen keinen Verzug zwischen, was jetzt darum geht, aufzugeben. Also ganz im Gegenteil, es war sozusagen, ich hatte so ein Glück, weil es gab keinen Verzug zwischen, ich möchte jetzt größere Aufmerksamkeit zu, ich krieg sie sofort. Also das ging dann sozusagen, das erste Mal, dass ich es hochlade, wird sofort von diesem erfolgreichen Comedian gesehen, wertgeschätzt und dann schreiben wir miteinander und so. Also das, ja, ich hatte es, was das angeht, krass leicht, so einfach voll das Glück. Ja, man kann es als Glück sehen irgendwie, denke ich, aber auf der anderen Seite, weil du hast was ganz Interessantes vorhin oder vor kurzem gesagt, und zwar Prozess so. Ich bin auch irgendwie so ein Freund davon, dass ich sage, der Prozess ist eigentlich das Wichtigste, weil du einfach da alles lernst und mitnimmst so. Und nicht dann, also das ist ja nicht so, als hättest du in deinem ganzen Leben nur dieses eine Video gemacht und dann hat es jemand gesehen und dann, weißt du, kam die Connection. Ach so, und du hast ja diese Vorarbeit geleistet so und gesagt, ich muss einfach arbeiten, machen. Und ich denke halt immer, wenn Leute dabei sind, also ihre Sache konstant zu machen, egal was es ist und versuchen dabei gut sein zu wollen oder immer besser zu werden, dass dann diese Glückmomente eher entstehen können, als wenn du halt sagst, ich möchte Comedian werden so, hab diesen Plan, dass ich irgendeine Late-Night-Show mal haben möchte, aber ich gehe halt nicht auf die Bühnen zum Beispiel in der Stadt. So. Ja. Einmal im Jahr vielleicht. So. Ja. Und wundere mich, warum ich den Erfolg nicht habe. So. Ja. Das also auch was Leute manchmal denken, also ich glaube, okay, teilweise funktioniert es ja auch, aber was Leute manchmal denken, was mit Networking alles für Wunder möglich sein, so, ja, warum, also sozusagen wieder so, warum willst du networken oder warum solltest du denn in den Shows vorkommen? Weil auch da sozusagen, auch rein knallhart sozusagen, fast ökonomisch gedacht, sozusagen, dann kommst du durch irgendwelche Connection, durch Glück in diese große Show oder was auch immer, spielst in RTL Comedy Grand Prix. Im allerbesten Fall, wenn es krass läuft, gewinnst du das Ding vor Millionen Leuten. Und dann, aber was machst du denn damit? Weil du kannst es ja eigentlich kaum, beziehungsweise du hast ja einfach jetzt gerade diese 5 Minuten Material zusammengekratzt, die ersten 5 Minuten, die als Set irgendwie funktionieren, damit sofort rausgegangen, jetzt finden die Leute dich toll und dann so, ja, können die jetzt irgendwie Tickets kaufen für eine Solo-Show? Oder, also wäre jetzt einfach ökonomisch gedacht, so, also was wurde denn jetzt beworben? Also das ist ja nur die Spitze des, also ein Video ist ja nur die Spitze des Eisbergs oder was auch immer, aber dann, also welche Welt können die Leute denn dann erkunden? So, ja, das, also sogar das macht keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, was sich die Leute immer denken. Ja. Also ich verstehe nicht, wie man nicht versuchen möchte, die Sache zu können und dann in den Werbemodus schaltet. Und statt irgendwie, oder Leute fangen an mit Comedy und haben nach 2 Monaten ein Künstlerprofil auf Facebook. Also ja, wen interessiert, dass du jetzt bei der und der Show bist von deinen 23 Leuten, die dir folgen und die alle Freunde sind? So, also
warum sollte man jetzt gesehen werden wollen? Warum sollte man das haben wollen? So, warum, mach doch einfach den Scheiß erstmal und dann ist es ja legitim, dann zu sagen, hey Leute, ich bin da und da, ist cool, wenn Leute kommen, so, also, sowieso. Ja. Aber ja, also wenn man keinen Bock hat zu schreiben und aufzutreten, wenn man das nicht wirklich geil findet, dann ist es ein gutes Indiz dafür, dass man irgendwie im falschen Beruf ist. So, also dann gibt es Leute, die holen sich irgendwelche Autoren. So, ja, warum bist du Comedian, wenn du Autoren brauchst? Also dann kannst du es ja anscheinend nicht. Ja. Oder dann gibst du dir selber nicht die Möglichkeit, es zu können. Die Chance und so. Und das ist dann einfach so, ich verstehe es nicht. So, also okay, krass, du willst einfach nur die Aufmerksamkeit. Also ja. das ist der Punkt. Ja, wow, okay, ja. Kann ich null respektieren. Null respektieren. Aber es ist doch wahrscheinlich was anderes, wenn jemand aber von vornherein sagen würde, oder? So, ich möchte nur die Aufmerksamkeit mit allen Mitteln. So, ist egal wie. Ob ich mir jetzt einen Songwriter reinhole, der alles für mich schreibt oder ein Autor, der mir meine ganzen Bits schreibt und so. Wäre das irgendwie dann legitim, wenn jemand das auch offen und ehrlich kommuniziert und sagt, ich will einfach nur das auch nicht? Nein, dann denke ich mir so, ja krass, du machst die Trump-Methode, irgendwie einfach so dreist, öffentlich zu sein, dass es schon fast wieder okay ist. Stimmt. Ja. So, aber nee, kann ich nicht respektieren. Also ich kann keinen Comedian respektieren, der sein Zeug nicht selber schreibt. Ja. So, also menschlich, ja, also super nett, Backstage oder was auch immer. Ich habe nichts gegen Leute persönlich, überhaupt nicht. Aber ich kann da nicht sagen, dass es ein Comedian ist. Mhm. Also ich kann da nicht sagen, es ist ein Stand-Up-Comedian. Sondern ich denke mir so, ja, du bist irgendwie so eine Art Moderator mit Witzen, die du irgendwie hast. Ja, die dir zugeschnitten so. Also, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hart rüberkommt, aber nö. Also ich sehe es einfach nicht. Ja. So. Ich kann verstehen, dass Menschen zum Beispiel, die aus einer bestimmten Kunstform kommen, das nochmal anders betrachten. So, du hast ja zum Beispiel auch so Debatten im Rap irgendwie, wenn es dann heißt, ich habe rausgefunden, dass der, von dem ich immer dachte, dass das kann, Leute hatte, die es für ihn immer schreiben. Und dann fühlen sich halt Rapper teilweise auch viel mehr angegriffen in dieser ganzen Sache. Yeah. So als jemand, der von außen reinguckt. So, weil ich lebe diese Artform oder diese Kunstform ja nicht. So, das ist nicht mein Brot oder so, sondern dir kann es ein bisschen egal sein. Genau, ich genieße es einfach nur von außen. So, aber wenn man halt weiß, dass es Leute gibt, die da irgendwie jahrelang geknechtet haben und ihre Zeit reingesteckt haben und. So, und dass man dann da irgendwie vielleicht auch so einen gewissen anderen Respekt für diese Kunstform so erwartet. So, wenn jemand dann sagt, ich gehe da rein. Ja. Yeah. So, das ist genauso vielleicht, wie wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich möchte Profisportler werden und haut sich irgendwie eine Nadel in den Arm und dann, weißt du, kommt die Spitzenperformance, ohne irgendwas geleistet zu haben. So. Ja, also der Doping-Vergleich passt eigentlich zu was anderem, was viel schlimmer ist, und zwar, wenn Leute Witze klauen und Witze aus dem Amerikanischen übersetzen. Aha. Das ist das. Aber wenn man jetzt zu dieser Autorensache geht, kommt es mir nicht wie Doping vor, weil ich das Zeug auch lahm finde. Also es kommt mir nicht so vor. So, weil, nee, einfach aus dem Grund heraus, dass es gar nicht besonders sein kann, weil das Business, so wie ich es sehe, kennengelernt habe, funktioniert so, dass er nicht der exklusive Autor für dich, der dich kennt, in deiner Stimme schreibt. Weil du hast ja noch nicht mal eine Stimme, du hast ja nichts. Mhm. Also ist es irgendein Typ, der für 5, 6 andere Leute schreibt und seine random Witze einfach so, also so pauschalpreismäßig einfach so auf euch alle rübergießt. Ja. Und dann niemand arbeitet so hart für dich, wie du selber für dich arbeiten würdest. Mhm. So, dann B, da kommt ja also per Definition nichts Besonderes bei rum. Und klingst irgendwie ähnlich wie die anderen. Und dann sind die Sachen auch einfach teilweise nicht, also die sind nicht so gut. Ja. Also das dauert halt, bis ein Bit cool ist. Es macht einen Unterschied. Also es ist ein qualitativer Unterschied da. Deswegen kommt mir das gar nicht so unfair vor, so, weil ich mir denke, ja, ich schreibe alleine natürlich besser, als 5 desinteressierte Autoren für mich schreiben könnten. Stimmt. So, also ich würde den Job nie auslagern an irgendjemand anderen. Mhm. So, also warum soll ich sowas machen? Ja. Und da kommt auch so auch wieder irgendwie dieses Nicht-Verstehen, beziehungsweise ich verstehe es ja irgendwie, aber dieses einfach so, ich finde es so dumm, weil ich mir denke, ja, aber dann bist du auch komplett austauschbar. Also dein Gehirn ist ja dann irgendwie nichts wert. Ja. So, also, du, also du,
es ist ja voll cool, in der Position dann irgendwann zu sein, nach ein paar Jahren, sagen wir jetzt in dem Beispiel Stand-up, dass ich jetzt sozusagen über mich selber sagen kann, ja, ich habe diese Ausbildung durchlaufen und ich kann was, also ich kann das. So, ich brauche das nicht. Wenn ich die Late-Night-Show kriege und dann gecancelt werde, weil sich irgendjemand beleidigt fühlt, dann kann ich immer noch sagen, ja, aber ich kann live auftreten, ich kann selber schreiben, ich brauche die Industry, ich brauche niemanden. Ja. Ich habe mein Publikum, ich gehe wieder zurück, spiel Shows und so. Und das ist ein Skill, der einen unabhängig macht und stark macht und irgendwie einem was bringt und auch langfristig, also sozusagen Geiles zu haben. So. Und warum sollte man denn so von der großen Firma abhängig sein, die für einen die Autoren bezahlt und dass man dann so rumlaufen muss und dann so, ja, und darf ich dabei sein? Dann ist man direkt per Anfang der Kompromiss. Also es geht ja nicht mehr Kompromiss, als 5 Leute für dich zu schreiben. Ja, ja. Also du bist dann der Kompromiss. So. Ja. Das ist das. Also ja. auch persönlich ist das was eine Unfreiheit. Also wie kann man das geil, also so will ich ja gar nicht leben. Ja. So. Ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ja. So, das heißt, du, also solange die anderen dann ihr Ding nicht machen, kannst du halt dein Ding auch nicht machen. Ja. Also, wenn die sagen, ja, wir haben jetzt keinen Bock zu schreiben, weil wir, keine Ahnung, ja. wie du sagst, jemand anderen gefunden haben, für den möchten wir jetzt schreiben, so, du ja. kommst irgendwann mal vielleicht oder auch nicht, so, dann musst du warten, so, weil du es einfach selber nicht kannst. Ja, ja. Das ist schon hart, da hätte ich keinen Bock drauf. Nee, das ist total so. Also, ich weiß nicht, also ich bin ja sozusagen immer noch am Anfang oder so, aber wenn man jetzt zum Beispiel Felix als Beispiel nehmen würde, wenn er irgendwie Filme bla bla macht, und sagen wir mal, Gott bewahre, irgendwas Schlimmes passiert, dass er irgendwie irgendwas verliert. Er wird sein Leben lang live touren können und einfach, er hat sein Publikum, er kann es selber, er schreibt das alles selber, macht das Zeug und ist komplett frei. Er ist ja wirklich frei von der ganzen Scheiße. So, so und das ist genau richtig. Also ja. so. Es ist witzig so, dass jemand, das Coole war zu sehen, dass jemand mit der Attitude, die man im Underground hatte, schon erfolgreich ist ja. und so. Und das macht Spaß, das zu sehen, weil ich mir denke so, ja, ja, genau. Und ich will das auch machen. Ja. So. Also ich habe das immer so gemacht und ich würde es halt gerne vor mehr Leuten auch so machen. So. Ja, deswegen finde ich so Geschichten irgendwie ganz interessant, weil du kennst das ja auch so, das ist jetzt vielleicht in anderen Ländern wie in Amerika oder USA nochmal anders, so, da geht man auch mit Kunst anders um yeah. so und da ist das auch irgendwie eine relevante Einnahmequelle und hier ist es so, also ich glaube, wir sind sowieso ein bisschen ganz vorsichtig, was Risiko angeht generell, ob du jetzt irgendwie eine Bäckerei aufmachst. Ja, ist ein deutsches so. Ding, so, das kann ja? sein, ja. Und dann ja. zu sehen, dass es halt Leute wie euch gibt oder so oder Leute auch in anderen Bereichen, die dann halt gewisse Dinge wagen, versuchen und machen. Ja. Und ich finde es halt immer noch viel interessanter, wenn Leute versuchen, etwas außerhalb des Mainstreams oder wie auch immer du es nennen willst, zu machen. So, wo man sagt, ich bin nicht abhängig von einem Sender oder von irgendeinem bestimmten Event, um da auftreten zu dürfen, sondern ich habe meine eigene Infrastruktur so. Ich habe meine eigene total. Zielgruppe so oder meine eigenen Fans. Total. Und ob ich jetzt in diesem Raum auftrete oder irgendwie im Stadtpark irgendwie oder sonst wo, es funktioniert schon irgendwie so. Ja, ja. Das gibt halt so, habe ich das Gefühl, so eine gewisse Freiheit. So. Ja, das ermöglicht uns beiden ja zum Beispiel das Internet und all diese Freiheiten, dieses Sender, dass diese Gatekeeper schwächer geworden sind und all das. Aber es ist auch zum Beispiel, wenn man was Neues starten will, die absolut sozusagen richtige Einstellung. Zum Beispiel, also was ganz interessant ist, was irgendwie einen eigenen Beitrag verdient, ist diese ganze Berliner Comedy-Underground-Szene, die sozusagen aus dem Nichts 2015 entstanden ist wo sich zufällig, mehr oder weniger zufällig, glücklicherweise viele gleichdenkende Leute getroffen haben in einer gewissen Zeit in dieser Stadt, die Bock auf so eine Art von Stand-up hatten, die sich nicht repräsentiert gefühlt oder deren Bühnen nicht diese Kabarettbühnen waren in Berlin oder die Comedybühnen oder dieses etablierte deutsche Comedy-Ding und dann irgendwie dieses eigene gestartet haben und ohne Aussicht, dass das jetzt irgendwie mega durch die Decke geht oder so. Also man hat sich schon irgendwie, man hat sich schon nach der Show mal ein bisschen besoffen und hochgelabert, so, ja, Bro, ey. Wir werden! Und da war immer der Gedanke, eigenes Ding, unabhängig sein. Gar nicht so sehr aus dem Selbstzweck heraus, sondern weil das so die einzige Möglichkeit, um
unabhängig Kunst machen zu können oder den Stand-up zu machen, den wir machen wollten. Und das ist ganz interessant, weil es irgendwie, finde ich, immer eine Verbindung gibt zwischen Kunst und Macht sozusagen. Und eigentlich sollte Kunst so unabhängig von Macht und Einflüssen sein wie möglich. Aber sozusagen, es ist gut für die Kunst, wenn sie sich also nicht reinreden lässt und sich nicht in Abhängigkeiten begibt. Und manchmal geht es halt nicht anders, weil halt es ist so, wie es ist. So, ich kann nicht die Welt komplett neu erschaffen, aber man kann schon dafür sorgen, dass man immer auch was Eigenes hat, immer seine Freiräume hat. Sei es ein Podcast, sei es eine eigene Live-Show. Das ist ja sowieso sozusagen, wenn man Comedian ist. Mhm. Und irgendwie ein bisschen Kontrolle hat über die Dinge und nicht so vom Geschmack von geschmacklosen Managern in irgendwelchen Sendern abhängig ist, die dann kein Risiko eingehen wollen und einfach keine Ahnung haben. Also das sind irgendwelche Leute, die sind 50, so, no offense, aber die haben ja keine Ahnung teilweise so. Ich finde dann auch, dass so Leute, die in solchen Positionen sind, die in Machtpositionen sind, aber dann keine Ahnung haben, yeah, dass die eigentlich diejenigen sein sollten, die dann zum Beispiel einem Künstler wirklich erklären müssten oder zeigen müssten, welchen Wert sie in dieser ganzen Branche haben. Also was für einen Mehrwert bringen sie dir, wenn sie keine Ahnung von der Szene haben oder dem Publikum, aber dir erzählen wollen, wie du was zu machen hast. Ja, ja, ja. Zeig mir doch mal, was du davon überhaupt verstehst, damit du mir helfen kannst. Ja, du musst jetzt das. Und dann haben die irgendwelche Buzzing-Words, so, du brauchst Cross-Promotion. du musst viral gehen. Mhm. Viral gehen. Ich bin nicht einmal viral gegangen und ich verkaufe Tickets. So, also da wird immer wieder irgendwas gelabert. Was so, ja, muss ich das und dieses und jetzt ist viral das neue Thema. Ja, was bringt es denn, irgendeine Scheiße zu machen, die mal einmal kurz viral geht und dann bist du der Donut-Typ, der stolpert oder so. Ja. Ja, aber wer will das denn, also, ja, ist ja ganz witzig mal, aber, ja. Es geht einfach um den Moment, ne, heutzutage, wieso, man muss diesen Fame-Moment mitnehmen, irgendwie, ja, wenn es geht, ist, um jeden Preis. Ja, ja, also, wie gesagt, nichts gegen Fame und so. Ich will ja auch berühmter werden. Ich will gar nicht jetzt so tun, als würde ich jetzt so, boah, ich stehe da drüber, ich will das alles nicht. Sondern es geht halt immer darum, so, ja, wie und warum. Genau. Also gibt es einen Grund, dass du berühmt bist? Ja. Oder es gibt ja so Leute, die sind einfach nur berühmt, weil sie berühmt sind. Und irgendwie in diesem Mediengame da irgendwie da rumschwören, wo man eigentlich mal fragen muss, ja, aber was kannst du jetzt? Also was ist der Skill dahinter? Ist es gedeckt? So wie bei, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, aber so wie Geld früher mit Gold gedeckt war. Also es gab irgendwo einen reellen Gegenwert. So. Ja. Aber wenn das dann irgendwie komplett entkoppelt ist, dann kommt es zum Börsencrash. Ja. Das gar keinen Sinn ergibt. Also. So. Du hattest gerade ganz kurz das Wort Podcast noch erwähnt. Ja. Und du hast ja auch einen. Korrekt, Chips und Kaviar. So, Chips und Kaviar. Mit Daniel Wolfson, mit dem ich damals Stand-up angefangen habe. Immer noch sehr, sehr enger Freund von mir. Mhm. Und ja, der ist zu hören. So. Spotify, iTunes, ich kann jetzt einfach mal kurz in die Werbung holen. Hau raus. Spotify, iTunes, überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Und es macht mega Spaß. Und das ist auch, ja, das ist auch so eine Sache, die halt komplett natürlich entstanden ist. Mhm. Aus einer Show, Underground-Show, die Daniel und ich immer gemacht haben, und zwar Chips und Kaviar auch. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, hey, lass mal einen Podcast starten. Und weil wir auch einfach immer diese Unterhaltung hatten, immer rumgeredet haben, und es war so komplett zwangsläufig, so dass wir das jetzt auch angehen. Das finde ich sehr gut. Ich finde das immer so, wie vorhin gesagt, so interessant, dass also was für Sachen sich bei Menschen ergeben, die ihr Ding machen, so ein bisschen. Hm. Ja, wo man sagt, du sagst zwar, du möchtest Comedian sein, Stand-Up-Comedian, und das ist eigentlich das Ding so, aber dass man dann aus einer Situation heraus sagt, hey, lass uns doch einen Podcast machen. So. Ja, ja. Während du andere Menschen hast, die, no offense, machen halt auch ihr, in Anführungszeichen, normales Ding so, aber sagen dann halt immer, oh, das klingt voll gut, ich würde es auch gern machen. Mhm. So, oh, schade, ich hätte auch, aber, weißt du? Yeah. Wo ich denke, ja, also, na klar, wenn du so in deiner gewissen Bubble bleibst so und einfach das machst, was du machst, dass du morgens um 7 aufstehst, um 9 im Büro bist, dann durcharbeitest bis 18 Uhr irgendwie, dann ins Fitnessstudio gehst für 1,5 Stunden, noch eine Stunde irgendwie Netflix oder Bauer sucht Frau guckst oder so und dann schläfst. So, zwischendurch hast du noch Zeit für Freunde irgendwie, ja, aber wenn du halt dich nur in diesem Kreis so bewegst, dann kann halt auch schwer was rauskommen. So. Ja, klar. Und klar.
Deswegen finde ich es halt interessant, dass bei den meisten Leuten so ist, die fangen irgendwas an, wovon sie überzeugt sind, dass sie damit was machen können. Mhm. Aber das hättest du dir wahrscheinlich auch nie träumen lassen, dass du sagst, ich mache irgendwann mal einen Podcast. So, das war ja bestimmt nicht ein Ziel von dir, oder? Nö, am Anfang hatte ich, ich kannte Podcast gar genau. nicht. Genau. Ja, das ist. Ich höre auch nie Podcasts. So. Also, ich mache einfach einen Podcast und höre, bin da, sonst habe ich mit dem Thema nichts zu tun. Ja, guck, siehst du? Ja, aber das ist gar nicht jetzt so eine krasse Sache irgendwie. Und dann ist es auch so, dass mittlerweile es voll normal ist, dass Comedians einen Podcast haben. Also das ist gar nicht jetzt so ein anderes Ding, das ist jetzt so komplett irgendwie, als würde ich in eine neue Sparte gehen oder so. Es ist ja immer noch ein Comedy-Podcast, den ich mit einem Comedian und Freund mache. Also das war jetzt gar nicht so ein großer Schritt. Es ist halt nur neue Arbeit so, zeitaufwendig und ein neues Ding, das dann irgendwie auch gemacht werden muss. Ja. Ah, es fühlt sich jetzt nicht so krass wie Arbeit an, nur so die Orga drumherum und dieses Termin finden und so. Aber sobald wir anfangen zu reden, ist es keine Arbeit. So in dem, also es ist Arbeit, aber keine Arbeit. Ja, ja, also sehe ich eigentlich auch sehr so, das einfach locker. Einfach locker. Ja, ich denke mir halt sozusagen, was du gerade meintest, wir leben ja auch ein bisschen in einer Zeit, wo es auch ein bisschen romantisiert wird, dieses eigene Ding machen. Also das ist auch nichts für jeden. Auch völlig, also es ist auch voll gut, dass es nicht jeder irgendwie macht. Und Leute haben sozusagen einfach diese verschiedenen Bedürfnisse, wenn jemand mehr Sicherheit im Leben haben möchte, Familie wichtig ist und irgendwie Routinen und so, dann macht es halt keinen Sinn, Comedian zu werden. Richtig, ja. So, obwohl, es gibt auch welche, die es so machen und dann klappt es auch. Aber wenn man sowas angehen möchte, dann finde ich, macht es Sinn, also man braucht halt die Träume und all das für das Emotionale und dass irgendwie dieses Feuer da ist und so. Mhm. Aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist so, die Leute, bei denen es gut lief oder ja, ist auch schwer zu sagen, aber ich kann über mich selbst sprechen eigentlich. Mhm. Ist so eine gewisse Rationalität und eine gewisse Planung, dass man sich irgendwas so überlegt, wie kann ich meine Umgebung so schaffen, dass ich, wie gesagt, diesen Zeit habe dafür überhaupt und dass man sich ein bisschen Pläne macht und das nicht einfach nur auf Motivation und Feuer gebaut ist, sondern einfach, ich habe zum Beispiel studiert, auch noch so voll, hat sehr doll studiert sogar und habe dann aber so gemerkt, da war ich gerade so 25, dass ich so, krass, ich wollte immer Comedian werden, ich wollte es immer mal machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will so, ob ich wirklich auch den Alltag mag und einfach diese Sache wirklich mag und deswegen mache ich mir ein Urlaubssemester und habe halt das Studium nicht sofort abgebrochen, habe nicht so ein crazy Ding draus gemacht, sondern einfach relativ nüchtern, ich nehme ein Urlaubssemester, mache das mal intensiv und sozusagen evaluiere die Situation nach ein paar Monaten. Ist das gut für mich? Also fühle ich mich dabei gut? Ist das richtig? Und so weiter. Und also da stand irgendwie ein Plan dahinter, auch mit Finanzierung und so. Also ich habe dann auch BAföG bekommen und so. Also ich habe mir sogar dazu Gedanken gemacht, okay, wovon lebst du? Wie zahlst du die Miete? Okay, kriegst BAföG, reicht gerade so, bla bla bla. Vielleicht kannst du dir noch einen Nebenjob organisieren. Also so da waren paar Monate Planung, was jetzt total unromantisch ist, vorher, bevor ich dann diese 6 Monate Testphase gemacht habe, habe ich darauf hingearbeitet, dass ich gewisse Prüfungen noch bestehe, um dann das BAföG auch zu kriegen und so. Da bin ich sehr verkopft rangegangen, aber was dann, glaube ich, was mir dann geholfen hat. Und dann sozusagen, ohne die Sache komplett aufzugeben, Studium sofort abzubrechen, habe ich dann wieder es um 6 Monate verlängert und gesagt, ah, okay, nee, ich mache das nochmal. Und dann nach einem Jahr oder 1,5 Jahren habe ich dann offiziell exmatrikuliert. Ja. Aber ich war eigentlich nach 2 Monaten war ich so, ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zurück zur Uni zu gehen. Also nach 2, 3 Monaten war auch ein interessanter, witziger Abend, an den sich Daniel und ich, glaube ich, beide noch gut erinnern. Das war zwischen den Jahren,
Berlin war voll leer 2015, da sind wir zusammen irgendwie, was wir voll selten gemacht haben, irgendwie einfach ein Trinken gegangen zu zweit, weil wir uns so im Kontext die ganze Zeit treffen, mhm. haben wir uns einfach nur verabredet, waren unterwegs in Neukölln, sind was trinken gegangen und das war einfach nur 3 Monate, nachdem ich angefangen habe, es intensiv zu machen, also seit Oktober, seit dem Wintersemester angefangen und da war es Ende Dezember und dann haben wir so drüber geredet und dann haben wir uns so gegenseitig gesagt, so, ich glaube, du ist gut, mach sie durch. Und auch dieses, da meinte ich so, ey, ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, wie ich jetzt zurückgehe zur Uni und irgendwie da so sitze. So, das war eigentlich klar. Aber trotzdem hatte ich die Angst oder den Respekt vor diesem ganz krassen Bruch, so, dass ich exmatrikuliert bin und so und es keinen Weg zurück gibt. Ja. Und ich finde, das kann man sich auch aufbewahren. Leute stellen sich, glaube ich, mal dieses Traumleben immer so wie in so einem Film vor. Mhm. Und teilweise ein bisschen ist es so, aber es ist wirklich sinnvoll, da erwachsen ranzugehen, wenn man sowas Kindisches machen will. Ja. Es gibt ja was so in nächster Zeit uns erwarten wird. Mhm. Und zwar habe ich gesehen, die Draußentour. Genau. Darfst du darüber sprechen? Kannst du darüber sprechen? Ja, klar. So. Dann, Stand Up 44, draußen Tour, Open Air, kauft euch Tickets. Ja, was gibt es jetzt zu sagen? Also die Leute, die das letzte Jahr bei den Shows waren, wissen ja irgendwie, was sie erwartet. Es ist sozusagen in dem Sinne erstmal eine Comedy-Mix-Show, aber halt mit uns so. Daniel Kienan, mich und Felix natürlich, der das alles moderiert und das die Tickets verkauft und auch selber ein Set natürlich spielt und so ich weiß halt auch nicht genau, was uns erwartet als Comedians unter diesen Bedingungen aufzutreten, weil Open Air ist schon mal anders, dann ich weiß nicht, wie diese Abstände sind und wie das alles ist. Was ich gehört habe, ist es anscheinend voll cool, also alles funktioniert. Und die Räume sind jetzt größer als bei der ersten Tour. Also das ist alles irgendwie mehr als doppelt so groß im Schnitt, würde ich schätzen. So. Mhm. Obwohl manchmal machen wir Doppelshows und das ist einfach, keine Ahnung. Also es ist eine geile Tour. Also das ist, das wird einfach mega Spaß machen. Es ist ja im Prinzip. Also das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, weil zum Beispiel ein Solo zu spielen, macht halt sozusagen auf der Bühne vielleicht am meisten Spaß, weil man diese Zeit hat und alle sind dafür ein und man hat diese Aufmerksamkeit und man kann da diese Dinge machen und nochmal andere Dinge und kann sich Zeit nehmen und so weiter. Aber so vom Touren her ist es perfekt. Also ich bin da mit 3 guten Freunden unterwegs man ist nie irgendwie komisch alleine in irgendwelchen Hotelzimmersituationen oder so. Wir spielen große, geile Shows von einem coolen Publikum, schlafen in den tollen Hotels, die Felix immer bucht. das war letztes Jahr mega und es wird dieses Jahr einfach nur noch mal länger, weil es ist einfach nur verbessert. Und fürs Publikum wird es sowieso auch cool, weil sich alle sich Mühe geben werden. Also, wann fängt es an eigentlich? Wann geht's los? Die erste Show ist, glaube ich, 10. August in Dortmund. Das ist auch direkt eine Doppelshow, also 2 Shows an einem Abend. Mhm. Wie viele sind insgesamt, weißt du das? So wie viele Shows? Mhm. 17. 17. Ja. Das heißt, ihr seid bis wann unterwegs, denkst du? Was mich überrascht hat, ist, das habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren, war, dass wir auch in Wien sind, Anfang September. Das heißt, ich glaube, was war das? Der 4., 5., 6. September, da machen wir auch noch mal so eine Doppelshow. Mhm. Ja, da freue ich mich voll drauf. Ja. Ich freue mich auch irgendwie wieder richtig aufzutreten und so. Geil. Fange ich ja jetzt auch schon an. Ich kann ja nicht einfach so den ersten Auftritt vor 1500 Leuten haben. So, ja, wie ging das nochmal? Dann habt ihr alle neue Bits geschrieben, extra für diese Tour? So, nee, nicht oder? Extra für die Tour, einfach was sich über das Jahr ergeben hat und dann nimmt man die rein so. Ja. Und ich glaube auch, dass ein bisschen für die Tour nochmal so ein bisschen was gemacht wird. Ist jetzt eine ganz komische Situation mit so lange nicht auftreten und so, aber alle haben Zeug, das anders ist als das letztes Jahr. Man muss es halt irgendwie nochmal wieder reinkommen und hat jetzt in den paar Wochen nochmal Zeit, was Neues auch zu machen, so was ganz Neues. Ja. Aber
Ja, ist jetzt nicht, schreibt ja nicht spezifisch für gewisse Shows, ja, sondern das ist halt so, ah, dann nehme ich die Bits und bla bla und bastelt sich da irgendwie ein Set zusammen. So. Und wie macht ihr das eigentlich so im Prozess? Testet ihr das dann so untereinander, die Sachen? Oder nee, macht vor Publikum. Macht ihr das immer mit so einem kleinen Publikum dann irgendwo? Oder? Ja, das Richtige, also das Testen, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist immer, das ist ja ganz cool, dafür ist ja die Underground-Szene, die sozusagen zum Beispiel früher für mich der einzige Ort war, wo ich auftreten konnte, ist jetzt der perfekte Ort, um die Sachen zu testen für die großen Bühnen. Also und da ist man auch wieder bei von dieser Langfristigkeit vom Selbermachen. Ich meine, da gehören viele andere dazu, die in der Berliner Szene arbeiten und das aufrechterhalten, dieses Netzwerk und dieses, also Infrastruktur einfach. Aber jetzt ist es so cool, weil das die Räume sind, in denen ich gut Sachen ausprobieren kann und dann dahin gehe. Und die Infrastruktur wird auch für alle anderen bleiben, wenn dann andere Leute nachkommen. Und dann, also mittlerweile ist es so, Leute kommen aus anderen Städten nach Berlin oder bekanntere Comedians oder was auch immer, um hier so eine Testtour zu machen. Okay. Und das ist etwas, was wir als Szene sozusagen, was diese Stadt jetzt so hat, einfach. Ja. Und es ist unglaublich viel wert. Das ist auch für die Veranstalter wahrscheinlich cool, oder? Zu sehen, dass Leute dann da irgendwie angefangen haben irgendwie und dann rausgehen, ihre Sache machen, aber trotzdem immer wieder zurückkehren. Ja, so, ja. So, jetzt also Veranstalter ist groß gesagt. Es sind einfach so Kumpels von mir, die in Bars Shows organisieren. Ja. Also das ist keiner Veranstalter. Ja. Aber ich veranstalte ja immer noch selber. Mhm. Also ich und Daniel und ich haben ja zusammen immer noch, das war mir auch wichtig, dass ich da diese Show immer weitermache am Sonntag, ja, die wir haben, Chips und Kaviar, die Live-Show. Mhm. Und weil ich wusste sozusagen, was ich davon habe, weil es auch eine emotionale Bindung ist und weil es einfach nur Sinn ergibt, diesen kleinen Raum, da passen nur, was für die Berliners Verhältnisse einer der größeren wäre, 70 Leute rein, aber es ist perfekt zum Testen. Alle haben was davon. Es ist super für jeden Comedian, also da aufzutreten und testen zu können und halt für die neuen Leute da überhaupt einen Ort zu haben, wo sie auftreten können. So, das sind halt die beiden Sachen. Cool. Kann man irgendwie noch mit irgendwas anderem rechnen, abgesehen davon? Also ist da irgendwas so in der Pipeline, von dem wir nichts wissen? Oder, also nicht, dass die Tour nicht schon genug wäre, aber so, man weiß es ja nicht. Es ist, sagen wir mal, es ist etwas, von Pipeline kann ich nicht sprechen, ich weiß nicht, was das Rohr vor der Pipeline ist, aber da ist etwas theoretisch sehr cooles, aber darüber kann ich nicht sprechen. Okay. Also das ist sozusagen eine Idee, es ist eine Sache, aber das ist sozusagen, da gab es noch nicht mal ein erstes Meeting. Ja, okay. aber das wäre eine mega coole Sache so. Und ansonsten ansonsten, was jetzt so in der Pipeline ist, was von keiner was weiß, fällt mir nichts auf. Okay. Muss ja nicht sein. Nö. Sein. Also mein Solo, es ist halt die Sache, dass ich nicht weiß, wie der Herbst aussieht. Mhm. So. Also weiß ja niemand einfach. Ja. Aber das war etwas, was mich so ein bisschen runtergezogen hat, weil ich ab diese Shows meine, also es ist ja, Corona ist gekommen da im März und eigentlich müsste ich da viel länger ausholen. So. Ja, es ist einfach viel zu lang. Ich glaub, wie du willst. Der Herbst wäre so mein erstes richtiges Tourjahr geworden oder wird es. Mhm. Das ist etwas, was für mich persönlich mega groß ist, weil ich sozusagen darauf gewartet habe, es halt immer wieder sozusagen Solo-Shows gab, aber weil diese Booking-Prozesse einfach so langwierig sind, dauert es, keine Ahnung, 1,5 Jahre, bis man mal einmal jetzt für einen Comedian richtig durchbuchen kann. Mhm. Und ich nicht immer wieder ein Solo spiele, 3 Wochen nicht, wieder ein Solo spiele und immer so raus und rein bin. Und im Frühjahr hat es schon angefangen, dass es mehr Termine nacheinander gab und es war mega cool, einfach anzufangen, im Solo drin zu sein so und es nicht als so ein Ding zu haben, der so, jetzt muss ich wieder Solo spielen, Anspannung, wieder leichte Ausnahmesituation, jetzt reinkommen, so, sondern, okay, ich spiele mein Solo. Und den Flow hatte ich mal ganz kurz. Aber dann war klar, okay, es kommt eine Sommerpause, da ist es wieder 3 Monate nicht, aber dann im Herbst beginnt es dann richtig. Ja. Und ironischerweise, gerade
hatte ich auch sozusagen auch irgendwie eine größere Sache für mich, meine Berlin-Shows. Also der Lockdown ist innerhalb meiner Berlin-Show sozusagen ausgebrochen vom Solo. Das heißt, am 12. März habe ich noch Solo gespielt, hat mega Spaß gemacht und am 13. März war schon abgesagt. So. Ja. Und das war gerade so der Moment, wo ich so, hey Mann, das macht voll Spaß und ich komme da gerade voll rein und da war auch irgendwie so, dass irgendwie so die Lokomotive gerade läuft und dann gab es auf einmal so einen Abbruch. Über den ich mich am Anfang sogar fast gefreut habe, weil ich einfach sozusagen fast, weil ich auch irgendwo körperlich fast durch war, so ein bisschen, weil das so viel war, das Touren mit Felix, das Openen und dazu noch meine eigenen Termine und dazu noch irgendwie Live-Podcast-Termine und dann die Sonntagsshow noch irgendwie aufrechterhalten wollen. Podcast immer in Person machen mit Daniel, also auch nicht über Dings da, sondern immer in Berlin sich treffen. Also war irgendwann sozusagen nur Termin und da war ich irgendwie ein bisschen am Ende so. Ja. Aber das Solo am 12. März hat mega Spaß gemacht. Also so, da dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich kann das jetzt noch durchziehen, ja. bis zum Sommer. Ja. Und dann kam das. Und deswegen, was für mich groß wäre, wäre jetzt, wenn der Herbst klappen würde und ich das erste Mal richtig auf Tour gehen kann und richtig das leben kann, so das eigene Programm. Ja. Ich drück dir die Daumen. Man weiß nicht, was passiert. Ja, so mittlerweile nicht mehr. Ne? Ja, aber hoffentlich. Jo. Jo, cool. Ja. War bis hierhin super, von meiner Seite aus. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Das freut mich. Was ich dich noch fragen wollen würde oder muss, ich glaube, du hast vielleicht schon mitgekriegt, irgendwo mal hier oder da. Ich frage immer, was Made in Germany für meinen Gast bedeuten darf oder Gästin. Ja, das habe ich. Ach so. Aber ich habe mich kaum vorbereitet. Ja, also das ist dein Problem. Kannst dir auch ein bisschen Zeit lassen zu überlegen. Das ist, es gibt keine perfekte Antwort. Also von daher, das glaube ich auch. Mach dir da keinen Druck. Nö, also Made in Germany, was es für einen bedeutet. Für dich, genau, so. Für mich bedeutet. Oder vielleicht auch nicht. Kann auch sein, weiß man nicht. Ja, erstmal bedeutet es tatsächlich nicht so viel. Also, keine Ahnung, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Es ist meine Heimat. Ich bin hier gemade worden, wenn man das so sagen kann. Und deswegen, keine Ahnung, ist so ganz klar, dass Deutschland irgendwie Teil der Identität ist. Den anderen Teil gibt es ja auch sowieso über die Eltern. Weiß ich nicht, also einfach vielleicht, keine Ahnung, die eigene Existenz so, mich gäbe es ohne Deutschland nicht, also meine Eltern haben sich auch hier kennengelernt so, also ich, es ist sozusagen nicht trennbar, ich bin glaube ich persönlich nicht trennbar von Deutschland, was patriotischer klingt, als es gemeint ist. Ja, vielleicht die eigene Familiengeschichte und die eigene Geschichte ist halt so, ist halt made in Germany. Ja, und das ist das, wie ich immer so schön sage. Also das ist, wie sagt man, also bei allen kommen irgendwie verschiedene Antworten raus. Und es gab noch nie eine falsche Antwort, sondern es ist ja echt wirklich, was heißt für dich, und dann ist es halt das. Ja. Es gibt auch Menschen, die haben das einfach in ein, zwei Sätzen gesagt und dann kam nichts mehr und das hat auch gepasst. Straight. So, deswegen, mir gefällt die Antwort. Mir gefällt, was du machst. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, alles läuft gut. Und vielen Dank fürs Interview. Ich fand es super angenehm. Es ist das erste Interview, das erste Interview, das ich je gegeben habe. Ach, guck. Ja. Ich habe den exklusiv. Und ich war auch nervös und so. Und ich glaube, am Anfang sieht man es auch. Aber es war sehr angenehm. Und du bist, das war angenehm, es mit dir zu machen. Freut mich. War mir eine Ehre. Und jederzeit natürlich auch wieder. Ne? Also, falls du irgendwann Bock hast oder Lust, die Türen stehen offen. So. Ja, cool. Und das ist das eine. Und das andere ist, sag nochmal genau, wo wir dich überall alles finden können. Also, Instagram. Ganz wichtig. Ich habe so, aus Unsicherheit kann ich es nicht unironisch sagen. Ja. Instagram. Aber so, da. Das wäre cool. Ja. Unter welchem Namen? Cavus Calante einfach. Okay. K-A-W-U-S. Die Leute sollten irgendwie wissen, wie ich geschrieben werde. So. Ganz gut. auf Instagram und wie gesagt, hört den Podcast Chips und Kaviar. Wie gesagt, überall zu hören, überall zu finden. Chips und Kaviar, ganz, ganz normal, wie man es schreibt. Und auf Facebook, ist völlig uninteressant geworden, ist völlig egal. Guckt fast keiner mehr. Ja.
Und sonst, ja, ich glaube, das waren so meine. Stand-up 44 YouTube-Channel. Genau. Stand-up 44 YouTube-Channel. Mhm. Abonniert, liked. Schaut euch die Videos an. Da hat sich mittlerweile ein bisschen was angesammelt. Mhm. Da wird auch noch viel kommen und so. Und das ist. Ja, das ist eigentlich, vor Corona hatten wir gerade die ganze Zeit das Ding am Laufen, dass jede Woche ein Video kommt und dann kam Corona und wir konnten halt keine Videos mehr machen, weil die immer ziemlich aktuell waren und immer von viel auch aus der Chips und Kaviar Show einfach direkt an dem Sonntag irgendwie aufgenommen, was auch immer. Mhm. Aber da wird jetzt wieder viel kommen, deswegen Stand Up 44, bleibt große Empfehlung, mein Insider-Tipp. Cool. Ja, und dann vielen Dank nochmal. Jo, danke dir. Nicht zu danken. Dann war das Interview mit Carvos Calanta, Made in Germany Podcast. Wir sind raus.